Dann mache ich jetzt doch noch was Besonderes auf. Ich habe eine Panini Prism Basketball Box. Da ist eine unterschriebene Karte drin. Die schon wieder. Nice, viel Glück. Ist auch nicht auf. Moment, worum geht's bei Vixos, Lennart? Also was, hast du den Anime schon mal offen gehabt oder gesehen? Ja, die ersten beiden Folgen. Jetzt ehrlich? Ja. Was ist die Lore? Also was geht's? Oder wie machen? Spielen die Karten? Kämpfen die? Nee, das beginnt in einer Schule, in so einer Art Highschool in Japan. Irgendwie die ersten beiden Folgen waren erstmal nur so Charaktervorstellungen, habe ich das Gefühl. Aber da sind zwei Charakter, einmal die Masa, hier die Split, wie hieß sie? Masagama oder sowas? Ja, Music oder so. Ja genau, die hatte sich angelegt mit der DJ Love It und ja, weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber okay, die ersten beiden Folgen waren geil. Gelogen, ja? Ja, ich hatte Probleme, dem zu folgen, ehrlich gesagt. Ach, ja, ja. Okay, war alles gelogen. So. Da bin ich gespannt. Oh, Anna hat gerade gesagt, der Anime lief bis Ende 2014. Das heißt, das gibt es nicht mehr. Also im Sinne von, wenn das nicht weitergeht, ist ja eigentlich schlecht fürs TCG. Oder wo kommt der Hype gerade her? Sind die Karten eigentlich alle uralt? Oder sind die neu? Ja, die sind neu, glaube ich. Dachte ich. Oh. Trey Jones. Diese Panini-Karten, das ist, die sind wirklich der Shit. Das sind die dicksten Sammelkarten, die du jemals in der Hand gehalten hast. Sogar eine Rookie-Karte. Ja, das erinnert mich immer, als die, keine Ahnung, die haben sich gefühlt nie geändert, als ich noch ein Kind war. Ich fand die immer komisch. Tim Duncan, also die, das sind auch nur 4 Karten pro Pack, aber bei denen verstehe ich, warum die so teuer sind, wie sie sind, wenn ich die in der Hand halte. Ja, aber das ist doch einfach nur ein dickes Stück Pappe, oder nicht? Ja, aber alles Holo mit Effekten und so. Und teils durchnummeriert. Also du kannst eine. Ich habe mal die. Aubameyang hast du schon mal gehört, den Fußballer, oder? Ja. Von dem habe ich die 1 von 250 gezogen, mal, als ich die aufgemacht habe. Oh Gott, ich habe einen guten. Klay Thompson. Golden State Warriors. Glowing Diva ist von 2021. Also das, was ich hier gerade öffne, ist von 2021. Okay. Wie krass sehen die Karten bitte aus? Sie sind krass und das ist eigentlich nur so eine, sag mal, so eine Billo-Box von denen. Du kannst so eine dickere Box, die heißt Hobby-Box haben, da sind dann die dicken Hits drin. Also ich werde hier wahrscheinlich jetzt nichts Wildes ziehen. Das ist eine krasse Karte. Oh, Shaquille O'Neal. Instant Impact. Oh, LaMelo Ball, Rookie-Karte. Oh, das ist gut. War, glaube ich, einer der besten in der Season 2021. Lennart muss sich bei Vixos noch ein bisschen ranhalten. Am 20. Mai kommt die neue Staffel. Geil. Ja, die Hobbybox kostet 2000, das stimmt. Da habe ich eine von. Kennst du die Geschichte, Dalu? Ja, erzähl mal. Ich glaube. Die habe ich auf eBay gekauft, so eine Hobbybox, weil ich die aufmachen wollte. Weil das eine gute Season war, um welche aufzumachen, weil da richtig dicke Money Cards drin waren. Hab die mir gekauft, krieg die geliefert und UPS hat die komplett kaputt getreten, die Box. Habe ich den Verkäufer bei eBay geschrieben, der den eBay-Käuferschutz.
Und ich durfte die Box behalten, die war halt halb eingetreten, aber die Hälfte der Karten sollten okay sein. Und ich habe $1,800 dank dem eBay-Käuferschutz zurückbekommen und durfte die Box noch behalten. Hast du mir doch ja. erzählt. Ich habe gerade die 6 teuerste Karte des Sets. Oh, noch eine Rookie. Die habe ich auch noch nicht aufgemacht. Das schiebe ich mir noch ein bisschen auf. Lucky Man, von den Boxen hier habe ich noch zwei und die dicke Hobbybox, aber wir machen hiernach keine mehr auf. Und hier diese Panini-Dinger, die sind ja zum Teil krasser als jede Pokémon-Karte, ne? Wenn du so eine Rookie-Karte von Michael Jordan hast oder so, die sind insane. Kevin Durant. Ich hier schon einen wichtigen Ding. Ja. Ja. Und der Typ hat 1800 Verlust. Nee, das bezahlt die Versicherung von eBay. Der Typ hat seine Kohle behalten dürfen, ich die Karten für 200 im Endeffekt und eBay hat das gezahlt. Leonard, was sagst du eigentlich zu Babel? Babel? Ach du Heiliger. Die ist spielstark. Oh, das war die erste Prism-Karte, die ich jetzt gezogen habe. Common-Karten. Also Panini Prism werden wir noch aber aufmachen. Unabhängig jetzt von dem Wert der Karten, ne? Also von deinen. Ist ja auch alles schön und gut. Findest du die Karten wirklich per se schön? Ich finde die cool. Also die sind jetzt alle sehr ähnlich, weil ich hier die Billow-Box quasi habe. Bei den krassen Boxen, bei den Hobbyboxen hast du viele dieser Prism-Karten. Die haben dann auch alle verschiedene Farben und so. Also ich finde, die machen schon was her. Wenn du die in der Hand hast, weißt du auch, was ich meine. Ja, die sind halt ja, richtig dick. Das sind ja Pappkarten, die man als Kind auch am Kiosk bekommen hatte. Man hatte ja bestimmt auch welche. Nee, ich hatte früher nie solche Karten. Da kommst du heutzutage auch kaum ran. Du musst irgendwie in einem Panini-Club sein. Und wenn du Glück hast, kriegst du dann eine ab. Oh, Steph Curry, geil. Ja, so Sportkarten wusste ich früher, glaube ich, auch gar nicht, dass es sowas gibt. Oh, das Set hier müsste ich bis auf die seltenen Karten aber komplett vor. Oh mein Gott. Was? Oh, ich dachte schon, was ist eine Unterschriftkarte? Ja, ohne Unterschrift, aber Karte ist krass. So, never give up, Dr. Tamago. Die Karte sieht krass aus. Also von den. Vom Pattern her und alles. Das ist die Secret Rare. Das war die Promo von Trill eben. Das ist deine Promokarte gewesen. Ja, ich habe deine Promo vorhin auch in Holo gezogen, meine ich. Ja, Dirk Nowitzki! Geil. Die ist verkehrt rum drin, was ist denn das? Ich habe eine Unterschriftkarte, Dalu. Ist aber eine pro Display war garantiert, oder? Ja. Ben McLemore. Kennt man den? Houston Rockets? Ob ich nicht einer von den dicken Hits, die man haben will, oder? Der spielt Guard. Oh, das war ein dickes Pack. LeBron James noch drin. Dirk Nowitzki, eine Unterschrift.
Das Ding ist halt bei den Signaturen, die sind nicht auf der Karte. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ja, so ein die sind, Sticker. Die sind eingelassen, ne? Oder so. Das ist ja genau, die unterschreiben auf so Stickern und die werden dann auf die Karte geklebt. Also die ist gar nicht wirklich auf der Karte drauf. Das Proof im Sinne von, also ist das sicher? Dass sie original sind, meinst du, oder? Nee, dass man da nichts machen kann. Nö, also die Karten werden nur in der Form so gedruckt, wo eine Unterschrift drauf ist. Also du kommst nicht an die Karten und kannst dann blank irgendwie was drauf machen. Nee, die ist nicht nummeriert hier, oder? War die nummeriert? Also dafür, dass das hier eine Special Rare ist, die muss doch bestimmt auch teuer sein. Es gibt auch zum Teil Panini-Karten, wo original getragene Teilstücke von einem Trikot in der Karte drin sind. Oh, Never Give Up Dr. Tamago, die Secret Rare, die ich habe, wurde in den letzten Monaten nicht verkauft, Lennart. Oh. Ich bestimme den Preis. Scheiße. Oh. Was hier habe ich an übersehen? Wo? Also, wenn die Werte von den Secret Rare Karten holen ja wirklich den Displaypreis wieder raus, wenn es einer kaufen würde. Und alles so 10 bis 30 Dollar Karten. Ja, also es war ja kein Scheiß bei Vixos. Die Kohle kriegst du fast jedes Mal raus, habe ich das Gefühl. Das muss halt wer kaufen, deswegen zählt das ja nicht. Aber graden lassen würde ich die gerne mal. Ja, wir warten ja jetzt inzwischen seit einem Jahr auf die Karten bei PSA, die 3 oder 4 Monate hätten dauern sollen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob wir die noch kriegen. Und ich warte seit über 2 Jahren jetzt auf meine Base-Set-Booster. Oh, Seth Curry, der kleine ich hab Bruder sogar, von Steph. Ich habe ja Spiele graden lassen, ne? Ja. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Da bin ich auch mal gespannt, ob wenn und ob die wiederkommen. Bei welchem, VGA? Nee, das war das andere. Oh, das andere kenne ich nicht. Ich habe nur VGAs. Nee, Moment. VGA ist das, was nur sealed graded, ne? Ja. Das Vata, ja. Kenne ich gar nicht. Warte ist die auch komplett in Box und sowas reden. Korrektur, Never Give Up, Dr. Tamago, $12. Okay. Letzte Pack. Letzte Karte ist nochmal eine Character Rare. Ist auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ja, Vixos ist. Können wir meinetwegen gerne nochmal machen. Also, dass du jetzt auch eine Autogrammkarte bekommen hast, ist ja irre. Das war lucky. Ich habe beide eine Autogrammkarte gezogen. Der Rudi. Kannst du die Autogrammkarte noch mal zeigen? Ja. Warte. So ein Display wie hier habt ihr NBA-Karten. Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, wie teuer das war. Ich würde schätzen, zwischen 100 und 200 Dollar habe ich dafür bezahlt. Also die großen sind sehr viel teurer. Ich habe, wie gesagt, noch eine Hobbybox. Das sind die dicken Dinger von NBA 2020, 2021 und eine 2020, 2021 Premier League Fußball. Mhm. Carol? Blake Griffin. Verfolgst du irgendwelche Sportarten? Immer vorm Super Bowl fange ich wieder an, Football nachzuholen, damit ich beim Super Bowl immer up to date bin. Okay.
Ich gucke nur den Super Bowl, also bei American Football. Sonst kann ich da echt nicht mit viel mit anfangen. Ja, ansonsten, da sind sich die Leute ja auch uneinig. Wrestling. Ach du Scheiße. Ist Sport. Dart auch. Was? Dart werfen auch. Ja. Du mir jetzt gesagt, du guckst Dart, hätte ich auch gesagt, okay. Dart guck ich. Oh, Dart-Sammelkarten wäre auch geil, ja. Mit Taylor. Gibt ja jetzt auch ein paar gute deutsche Leute. Martin Schindler heißt er, glaube ich. Moment, ist das nicht... ich weiß, wen du meinst. Der ist auch auf Twitch und so. Ja, genau. Der wollte mal CS mitmedaillen. Ja, der zockt auch CS. Auch. Der hat, glaube ich, mich mal nach Warzone gefragt. Warte, ich baue hier nur gerade um. Yes. Das war cool. Wo kriegen wir mehr Wichskunst her? Da müssen wir Gate nochmal fragen, ob die wieder an welche rankommen. Wir haben doch jetzt die Leute bestimmt weggekauft. Da ist nichts mehr mit Wichsos. Die waren schon weg. Ja, toll. Müssen nochmal nachbestellen. Wir brauchen Wichsos. Sag Gate to the Games mal, wir brauchen mehr Wichsos. Das hat auch Wichsos. We're ready. Oh, Jimmy Butler. Mein Tweet gesehen? Sehstärke? Ja. Ich hab's nicht verstanden, den zweiten Teil. Also kriegst du die Augen gelasert oder warum hast im Mai plötzlich wieder bessere Augen? Nein, ich krieg eine neue. Ich habe ja seit meine Brille, die ich jetzt hab, ja. Also die Brille selbst, die habe ich nicht so lange, aber die Werte, mit der die Brille gemacht wurde, habe ich schon ewig. Mhm. Die Werte habe ich machen lassen vor 10 Jahren oder so. Ja. Das heißt, ich habe seit 10 Jahren dieselben Werte in der Brille, selbst wenn die Brille neu ist. Und meine Brille ist aber nur so gut, dass sie sozusagen 10% meiner Sehstärke überhaupt hätte. Aha. Also ich hätte schon lange eine neue Brille gebrauchen können. Es ist nicht nötig gewesen, weil es geht dadurch nichts kaputt. Aber ich würde wesentlich mehr sehen. Also ich sehe nur 10% von dem, was... Hast du komplett gesunde Augen? Also bist du fein? Nee. Ich darf gerade so noch legal Auto fahren ohne Brille. Okay, aber sagen wir so, ich sehe 10% von dem, was jemand sieht, der normal gucken kann. Ja. Ui. Aber 10%, da war ich schon geschockt. Ja, das ist gafft. Bei mir ging das während dem Abi los, dass ich gemerkt habe, ey, irgendwie ist das nicht mehr so, wie es sein sollte. Da habe ich irgendwann ein Straßenschild nicht mehr so lesen können, wo ich dachte, hey, das hast du doch vor einem Jahr noch lesen können. Ja, aber du gewöhnst dich halt so dran, weißt du? Ich habe mich halt auch an diese 10% halt einfach gewöhnt. So, weißt du, du gehst irgendwann, ja, so weit kannst du halt nicht gucken, weißt du? Ich habe minus 1 und minus 0,75 oder so habe ich. Also noch human. Aber ich hatte letztens auch das Gefühl, das wäre schlimmer geworden. Habe dann nochmal einen Test gemacht, aber das hat sich bei mir nicht verändert. Da sagte die Optikerin, man entwickelt super schnell so eine Abhängigkeit zu so einer Brille und denkt dann, dass es ohne schlimmer ist, als es wirklich ist. Aber ohne Brille würde ich auch nicht mehr Auto fahren.
Moment, bei mir schreibt jemand, warte, ich muss kurz den Titel ändern. Bei mir schreibt jemand, ich glaube dir das natürlich, aber finde es krass, dass diese 10% unverständlich, dass, mir ist das aufgefallen, klar. Ich hatte nur keine Lust und Zeit. Der PC geht ja, wenn ich vorm Rechner sitze, ich habe mich seit 2 Jahren nicht bewegt, ja. Ich sitze seit 2 Jahren hier. Der Rechner ist eine halbe Armlänge Abstand von meinem Gesicht. Da kann ich sogar noch ohne Brille drauf gucken und erkennen zumindest, was ich spiele. Ich kann abends kein Fernsehen gucken. Wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich auch nur bis zum Balkon sehen. Ja. Aber das ist mir schon aufgefallen, das ist mir schon klar. Aber für das, was ich mache, hat es ja gereicht. Für Monitor ging es ja noch. Oh mein Gott, ich habe einen dicken Hit gerade gezogen. LaMelo Ball Rookie Prism Karte. Also deswegen, ich wusste, dass ich eine neue Brille brauche, aber es ist Zeit, Leute. Da muss man erstmal hin. Die Brille muss gemacht werden. Vor allem meine Brille dauert halt immer lange. Ich habe mir jetzt Anfang des Jahres 2 Sonnenbrillen mit Stärke machen lassen. Das war auch ein Gamechanger. Weil hier in der Schweiz guckst du so oft in die Sonne, wenn du Autobahn fährst. Das ist so geil. Nicht geblendet sein und was sehen können dabei. Dadurch, ich habe gerade eine Karte gezogen, die in der PSA 10.500 Dollar scheinbar wert ist. Echt die? Eine normale Prism Rainbow? Aber die Edges sind auch nie so schön, irgendwie. Dass ihr mal es erkennt. Aber bei bis Mai sind 10 Tage. Ja, im Moment, die Brille, die ich jetzt in 10 Tagen bekomme, das ist die vom Optiker. Meine Brille, die zum Beispiel muss ich mir wieder machen lassen. Das dauert wieder ewig. Geil. LaMelo Ball ist Rookie of the Year geworden. Der ist krass und Prism-Rookie-Karten sind sehr begehrt. Oh, goddamn. Dann habe ich was ich graden lassen kann. Wollen wir denn nochmal irgendwas graden lassen? Weil die letzten Male vom Pokriff habe ich auch noch ein paar Sachen eigentlich, die man mal einschicken könnte. Ja, aber wo? Ich will nicht 2 Jahre warten. Also dann bringt mir das Graden nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, aber zu Hause liegen sie ja auch noch rum. Die guckst du dir ja auch nicht an, ständig, die Karten. Ja, aber also 2 Jahre warten mittlerweile. Also so die Karten, diese Pokémon-Karten. Das erste Grading fand ich geil. Das war eine gute Zeit, als wir drauf gewartet haben. Weißt du, was ich meine? Ja. So, aber die jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich eingesendet habe und selbst wenn die zurückkommen, die Freude ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Also, ist mir ein bisschen too much. Ja, der Moment, wenn sie dann wiederkommen, ist geil. Du weißt gar nicht mehr, was du eingeschickt hast und auf einmal ist ja, es da. Ja, schon, aber irgendwie dieser, der unabhängig jetzt vom Hype, ne? Also der Hype ist natürlich eine Sache, aber es ist ja trotzdem schon so ein bisschen was verloren gegangen, weil ich habe, also ich finde es ein bisschen zu viel. Wenn man mir sagen würde, 8 Monate, 6 Monate, okay, aber über ein Jahr finde ich, keine Ahnung, dann würde ich fast lieber woanders graden lassen. Ich will sie ja nur in einem Case haben, die meisten Sachen, weißt du? Also die Pogriff-Sachen würde ich schon PSA oder Beckett, glaube ich. Ja klar, die guten wollen. Sachen, wo es um den Wert geht, die würde ich natürlich auch nach PSA oder Beckett schicken wollen. Ja. Also die Karte meint ihr reifen lassen, ja? Der spielt jetzt auch noch gut, ja? Zwei Jahre nach seiner Rookie-Season. Der LaMelo. Okay. Hast du mit mir geredet? Nee. Okay. Ich hab grad die Basketball-Experten. Ja, das frage ich ja, deswegen. Ja, geil. Die kann in ein paar Jahren Tausende von Euros wert sein, ach du Heiliger. Dann packen wir die vorsichtig weg.